Und wir spielen gleich weiter mit Resident Evil. Ja, immer noch hier im Station Park. Ich habe noch nicht mehr die Karte, ist mir aufgefallen. Aber das ändert sich schon bald. Wie sieht es denn eigentlich nochmal mit Waffen aus? Was habe ich denn überhaupt alles? Ah, gut. Zu wissen. So, kommt hier nochmal was? Nee, okay. Schöne Bärenstatue, eine Vogelstatue. Das soll wahrscheinlich eine Ente sein. Ente, Ente, Ente? Ente, 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 Ente? Hier. Vergiss es, Mann. Nee, 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 nee. Nicht mit mir. Hier waren wir noch nicht. Und da ist auch die Karte. Gut, also hier geht's raus aus dem Park Richtung Osten. Hier waren wir jetzt noch gar nicht. Und da ist ja das Krankenhaus gewesen. Please, was? Please dump your trash in the trash can. Ja, also Müll in die Mülltonne. Wisst ihr Bescheid, Kinders, ne? Da erlaube ich mir jetzt mal was mitzunehmen. Und ein blaues, falls ich vergiftet werden sollte. Gut, können wir auch gleich so machen. Eins lasse ich mal noch da. Was haben wir hier? The shape of the fountain changes based on the combination of the gears. Also, je nachdem, wie wir hier die Zahnräder stellen, sprudelt das Wasser oder nicht. So, dann machen wir das Ding hier mal auf. Ja. Da ist aber noch nicht die richtige Kombination bei. Blub. Die richtige Kombination steht nämlich hier. Further illustration to drain the pool. Also, unten die weißen und oben die schwarzen und links bleibt frei. Okay. Das müsste ich hinkriegen. Das ist nicht so schwer. Hoffe ich doch zumindest. Unten die weißen, oben die schwarzen, links frei. Unten die weißen, oben die schwarzen. Okay. So und so und ja. Das müsste passen. Geht doch. Oh yeah. Ah, sehr gut. Ja, warum geht jetzt das Wasser nicht aus? Es sprudelt. Wow. Es sprudelt da oben immer noch. Na, egal. Logik braucht's nicht in Resi. Ach du Scheiße! Weg hier! Das hört sich nicht gut an. Das hört sich gar nicht gut an. Oh nee, 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 nee. Oh, ich brauche. Nee, weg hier. Oh. Lecco mio. Also diese Scheißwürmer, die braucht nun wirklich keiner. Ah! Hallo? Kann ich dich schon ärgern? Nee. Erst jetzt. Komm, bis du mal reagierst, Kumpel. Ja, und tschüss. Ah, Kräuter. Na, immer her damit. Rote Kräuter sind eh die besten, die kann ich gut gebrauchen. Besser zu viel Heilung als zu wenig. So, was ist jetzt mit euch los? Komm, weg da jetzt. Hallo. Bitte sterben. Gut. Scheiß auf die Zombies. Der Friedhof ist geil, Mann.
Hier geht's auch nicht weiter, oder? Nee, sieht nicht so aus. Genehmigen Grab anklicken. Ach, egal. Wir benutzen den zweiten Parkschlüssel, um in die Gartenlaube zu kommen. Ich liebe die Gartenlaube. Wow, 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 wow. Hallöchen. Gunpowder B und A. Da kann man doch. Kann man doch direkt mal was basteln. Kann man hier, kann man doch da. Und dann nehme ich noch ein B mit. Ja, ja, ich hab's gesehen. Da blitzt's. Oh, Safe Raum. Oh, geil. So. Wie sieht's denn jetzt eigentlich aus? Das. Das. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen Ordnung. Ach, wisst ihr was? Komm, scheiß der Hund drauf, wir haben eh so viel. Da machen wir gleich die fetten Kräuter draus. So und so. Okay. Jetzt das Feuerzeug brauche ich wieder. Die Pistole ist leer. Du kannst weg. Krass, was hier schon alles für Waffen. Oh, die Magnum. Die kann ich nachfüllen. Zack, zack. Wunderbar. Ich lasse mal noch da liegen. Ich muss nachher eh nochmal hier rein. So. Okay. Aber. Nein. Dankeschön. Hier, die Eisenstange liegt hier nicht umsonst. Denn. There's firewood, which could catch on fire. Wind is blowing. Von der anderen Seite. Wir brauchen unser Feuerzeug nochmal. Scheiß Flugzeug, Moment, ich muss mal ins Fenster zumachen. So. Es ist ja nicht so, dass ich hier irgendwie in der Nähe des Flughafens wohne, aber wenn da mal so ein Hubschrauber oder sowas ähnliches drüber schraddert, dann hört man das. Ja, weg damit. Und Eisenstange, deinen Einsatz bitte. So, da haben wir auf jeden Fall mal wieder ein bisschen Platz im Inventar. Mal gucken, was hier abgeht. Oh. Hier sieht's ja verdächtig aus. Komm zu Papa. 33 Granaten. Alter. Das ist richtig viel Holz. Da liegt auch ein weiteres Dokument. Supervisors Report. Gut. Ist es der? Ja, alles klar, der ist es. Die Fähigkeit der kontaminierten Probanden, Leiden zu ertragen, ist wirklich unglaublich. Auch wenn sie an lebenswichtigen Stellen getroffen werden, können sie manchmal mehrere Tage weiterleben, ohne dass sie sich an der Wunde stören. Wenn man sie jedoch verstärkt dem Virus aussetzt, sinkt ihr Intelligenzgrad auf das Niveau eines Insekts. Auch wenn es widerwärtig erscheinen mag, die Toten wiederzubeleben, so kann der Virus uns trotzdem von Nutzen sein. Wenn wir den Virus unseren Kriegsgefangenen spritzen, sie gehen ließen, würden sie zu ihren Einheiten zurückkehren und dann zu Zombies werden. Dieser Plan könnte in Zukunft von Nutzen für uns sein. In bestimmten Gegenden scheint der Virus eine Mutation von Tieren und Pflanzen bewirkt zu haben. Es wird vielleicht schwierig sein, aber damit haben wir gute Vorlagen für die Entwicklung von Biowaffen. Alter, ihr schreckt auch vor gar nichts zurück, oder? Ich hörte von einem Riesenalligator dort. Doch ich bin nur einer riesigen Kreatur begegnet, die unter der Erde kroch.
Ich will mir gar nicht vorstellen, was für eine Kreatur dieses Monster hervorgebracht haben mag. Ich bin auf Nemesis gestoßen. Wenn ich nichts darüber gewusst hätte, wäre ich jetzt verseucht und inzwischen einer von ihnen. Wenn es immer noch in der Stadt herumwandert, ist sein Auftrag noch nicht beendet. Die Mitglieder von Stars müssen sehr zäh sein, wenn sie bisher überlebt haben. Doch sie können nicht ewig aushalten. Okay. Sehr interessant. Ach, da gibt's noch mehr zu lesen. Halt, zuerst nehme ich dich mit. Noch ein Parkschlüssel. Heieieiei. Wer verteilt denn hier die ganzen Schlüssel in der Gegend? Okay, wir haben hier noch einen Fax vom Headquarter. Achtung! Das Projekt Raccoon City wurde abgebrochen. Unsere politischen Umtriebe im Senat, dessen Pläne zu verzögern, waren jedoch erfolgreich. Alle Supervisoren sollten sich sofort absetzen. Die US-Armee wird ihren Plan morgen früh ausführen. Die Stadt wird bei Tagesanbruch garantiert ausgelöscht sein. Oh, das klingt aber gar nicht gut. Und was steht hier rum? Ja, auch so eine Art Übertragungsgerät. Na, die Jacke hat doch ein Inkrippen. Ne. All supervisors, mission terminated. Return immediately. Repeat. All supervisors return immediately. Over. Ja, sorry, da war ein kurzer Knacks in der Tonspur drin. Das kann ich leider nicht verhindern. Da spinnt die ROM ab und zu ein bisschen. Ja. Aber man hört's ja kaum. I'm quite impressed you've managed to stay alive up until now. And you seem to be doing a pretty good job of looking out for yourself. How about helping out? I have no intention of helping you. Because we're nothing but pawns in all this? In a manner of speaking, you are. Our employers wanted a detailed analysis of the zombie beings which were created through infection by the T-virus. You're saying that they deliberately sent in a military unit to be butchered by their creations? Not exactly. Although the conditions encountered on this operation were extreme, it was an unexpected outcome that the team would be wiped out. We were only required to collect live data from the subjects. Krass, Mann, ey. Ich hab doch echt Another einen Schuss. Mutant. Another Mutant. Na, dann geh ihn mal suchen und mach ihn fertig mit deinem starken russischen Akzent. Herrlich. Also, die Geschichte spitzt sich hier echt zu. Und Slugs. Oh, hier sind Kürbisse. Geil. Süß. Und Slugs, sie weiß zufällig ganz genau, was da für ein Mutant kommt. Ja, kein angenehmer. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich kann ja mal die Katze aus dem Sack lassen. Es kommt der Wurm. Der äußerst unangenehme Wurm, muss ich dazu sagen. Und der Wurm ist nicht gerade ein Schwachen. Der Wurm ist aber anfällig gegen Säuregranaten. Dieses Wissen mache ich mir zunutze. Und... Oh. Geil. Wartet mal. Erstmal legen wir die Flammgranaten noch ab. Und dieses Ding. Dann... Baue ich mir Säuregranaten. 10 Stück sogar. Nicht schlecht. Du darfst wieder... Hoppala. Du darfst hier wieder nach Hause. Ja, du eigentlich auch. Dich können wir mal ein bisschen umlegen. Seltsam ist, dass wir immer noch den Lockpick haben, wobei ich nicht wüsste, wo wir den jetzt noch einsetzen sollten. Aber ist ja auch Jacke. So, ich würde dann mal sagen... Säuregranaten, 33 normale Granaten zur Not, Magnum, Heilung ohne Ende,
Ich mach dann hier mal ein Save und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Euer Sluxy. Ciao.